Hi Leute, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich mit euch über das Apple iPhone 10 sprechen, wie meine Erfahrungen der letzten 9 Tage waren und ob es den Einstiegspreis ab 1149 Euro wert ist. Dabei schaue ich mir vor allem die Alleinstellungsmerkmale wie Face ID, das Super Retina Display und die Dualkamera an, deren beiden Optiken stabilisiert sind. Bevor ich mich hier aber in allzu vielen Worten verliere, lehnt euch zurück und genießt das Video. Das iPhone 10 ist vom Äußeren kein iPhone, also ich meine kein iPhone im eigentlichen Sinne, denn das, was man hier sieht, hat mit den vorherigen iPhone-Generationen nichts mehr gemein. Während bei allen anderen iPhones der Spruch "kennst du eines, kennst du alle" immer zutreffend war, ist man hier fast gewillt zu sagen, welchen Teufel hat Apple denn hier geritten, um so ein gewagtes Design auf den Markt zu bringen. Wer also aus dem gewohnten Apple-Kosmos ausbrechen möchte, dem bleibt nichts anderes übrig, als zum Apple iPhone 10 zu greifen, egal zu welchem Preis. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass seit Jahren auch andere Hersteller genau diese Designsprache verfolgen. Auf der Vorderseite haben wir zum einen das 5,8 Zoll große Super Retina Display, dessen Auflösung bei 2436x1125 Pixel liegt und damit das bisher schärfste iPhone-Display aller Zeiten ist. Hinzu kommt, dass Apple erstmals ein OLED-Panel verbaut, das von der Qualität her definitiv zu den besten auf dem Markt gehört. Extrem gute Blickwinkel, super Helligkeit, gute Farbdarstellung, perfekte Schwarz- und ein noch guter Weißwert sind nur einige Attribute. Weiterhin ist dieses Display mit der True-Tone-Technologie ausgestattet, die das Display ganz nach eurem Umgebungslicht etwas wärmer oder kälter kalibriert. HDR-Fähigkeit und 3D-Touch kommt dann noch on top. Dadurch, dass wir ein fast randloses Gerät vor uns liegen haben, sind auch die Abmessungen mit 143,6 x 70,9 x 7,7 mm und einem Gewicht von 174 Gramm auf einem sehr guten Niveau. Wenn man über die Verarbeitungsqualität sprechen möchte, gibt es im Grunde genommen nicht viel zu sagen. Apple-typisch ist diese auf einem extrem hohen Level, sei es bei den Übergängen vom Display in den Rahmen oder auch bei den Druckpunkten der Tasten. Im Fuße des X haben wir noch das Hauptmikrofon, den Lightning-Anschluss und den Hauptlautsprecher. Ein zweiter Lautsprecher sitzt in der Hörmuschel, wodurch man hier einen bedingten Stereoklang auf die Ohren bekommt. Sowohl der Klang an sich als auch die Lautstärke sind auf einem hervorragenden Level, womit die Lautsprecher definitiv zu den besten in Smartphones gehören. Hier ist es wirklich so, dass man ohne Probleme auch stundenlang Videos schauen oder Musik hören kann. Oberhalb des Displays sind in der sogenannten Notch, also dieser Aussparung, nicht nur die 7-Megapixel Frontkamera zu finden, sondern auch diverse Sensoren für Face ID. Face ID ist dabei die neue Entsperrmethode bei Apple, die nicht nur wesentlich sicherer als Touch ID, sondern auch deutlich komfortabler und besser funktionieren soll. Durch einen Dot-Projektor werden zur Entsperrung rund 30.000 Infrarotpunkte auf das Gesicht des Nutzers projiziert, wodurch ein 3D-Bild desselbigen berechnet und erstellt werden kann. Zudem gibt es noch einen Annäherungssensor und eine Infrarotkamera, die das Ganze erfasst und somit Zugang zum Gerät gewährt. In der Theorie hört sich das Ganze auch sehr toll an, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich von dieser Zugangssperre aber nicht wirklich begeistert. Fakt sind dabei folgende Dinge. Um das Gerät entsperren zu können, muss meist direkt auf das Display geschaut werden. Hält man das Gerät zu schräg, zu flach oder möchte nur einen flüchtigen Blick auf das Display werfen, funktioniert es in 80% der Fälle nicht. Bedeutet, wenn das 10er vor euch oder auch seitlich versetzt neben euch auf dem Tisch liegt, wird das Gerät zumeist nicht entsperrt. Auch wenn viele meiner Kollegen anderer Meinung sind, Face ID ist lange nicht so schnell wie Touch ID und funktioniert deutlich unzuverlässiger. Wenn Apple diese Tatsache softwareseitig lösen könnte, wäre es wirklich Bombe. Ansonsten sehe ich es, wie auch bei Samsung, nur als nette Spielerei an. Auch besteht ein Negativpunkt darin, dass aktuell Face ID nur mit einem Gesicht genutzt werden kann. Face ID wird aber auch noch für einen weiteren Punkt benötigt, nämlich den sogenannten Animoji. Dabei handelt es sich um animierte Emojis, wodurch der User in iMessage individuelle Animationen erstellen und mit seinen Freunden teilen kann. Außerdem abspeichern dieser Animationen sind diese Animoji zum jetzigen Zeitpunkt leider mit keinem anderen Messenger nutzbar. Zur Vollständigkeit halber hier noch kurz die technischen Daten. Apple A11 Bionic Chip, 3 GB RAM, Motion Co-Prozessor, 64 oder 256 GB Speicher, NFC zum Lesen, Bluetooth 5 und neben LTE gibt's auch noch schnelles WLAN AC. Wie auch schon beim iPhone 8 und 8 Plus ist die Performance beim iPhone X sehr gut, auch wenn es ab und an und vor allem beim Entsperren zu kleinen Rucklern in der Animation kommt. Da Apple hier aber sehr schnell mit einem Fix zur Stelle ist, kann dieser Punkt vernachlässigt werden. Für alle Benchmark-Fans 222.000 Punkte im Antutu und 10.400 Punkte im Geekbench 4.
Wie durch einen Teardown des iPhone 10 festgestellt wurde, beträgt die Akkukapazität rund 2700 mAh und liegt damit knapp über dem 8 Plus. In Anbetracht der deutlich höheren Auflösung ist dies auch notwendig, womit ich zu dem Ergebnis kam, dass die Laufzeit auf ähnlichem Niveau wie beim größeren 8er liegt. Mit einer effektiven Laufzeit von einem Tag setzt das 10er zwar keine Bestmarken, um über den Tag zu kommen, reicht es aber aus. Im WLAN-Test mit 50% Helligkeit und Lautstärke kam ich beim YouTube-Schauen auf eine Gesamtlaufzeit von durchschnittlichen 9 Stunden. Wie auch das iPhone 8 und 8 Plus ist das 10er Quick Charge und Wireless Charging fähig, auch wenn hier zum einen kein Schnellladenetzteil mitgeliefert wird und auch ein Wireless Charging Pad über externe Zulieferer gekauft werden muss. Schaut man sich das Kamerasetup des iPhone 10 an, so gibt es gegenüber dem 8 Plus nur zwei markante Unterschiede. Durch die Verwendung der True-Depth-Technologie auf der Vorderseite sind nun auch mit der Frontkamera Porträtfotos möglich. Auf der Rückseite wurde zudem die zweite Optik stabilisiert und mit einer lichtstärkeren f2.4-Blende versehen. Generell ist die Qualität der Hauptkamera auf einer Stufe mit der des 8 Plus, was bedeutet, dass die meisten Bilder bereits bei Schuss 1 richtig gut aussehen, da die Automatik definitiv zu den besten auf dem Markt gehört. Stärker wurde nun auch die Telelinse, die nun beim zweifachen Zoom wackelfreie Bilder liefert und auch bei der Ausleuchtung der Objekte zugelegt hat. Wer also gerne mit dem zweifachen optischen Zoom der Kamera spielt, dürfte hier an der richtigen Adresse sein. Aber auch die Frontkamera ist nochmals einen Tick stärker geworden, wobei man anmerken muss, dass der Porträtmodus, sei es vorne oder hinten, noch in der Beta-Phase steckt und manchmal an seine Grenzen stößt. Dies wird vor allem dann ersichtlich, wenn der Hintergrund nicht eindeutig oder sauber genug vom Rest getrennt wird. Eigentlich könnte man meinen, dass zum Betriebssystem, in diesem Falle iOS 11.1, alles bekannt ist. Das ist im Grunde genommen auch so, wenn nicht das iPhone 10 über ein anderes Displayformat verfügen würde. Durch das 18:9 Panel sind eine Vielzahl von Apps nicht angepasst und lassen sich auch nicht strecken, sodass der Nutzer in vielen Anwendungen links und rechts breite Balken bekommt. Selbst Apple-eigene Apps haben teilweise noch das Problem, sodass jetzt die Programmierer gefragt sind, diese Umstände schnell zu fixen. Ein wahrhaft großer Sprung ist die Bedienung des X. Mittels Gesten wird hier zum Beispiel auf die Startseite gesprungen, das Multitasking aufgerufen oder auch schnell zwischen Apps gewechselt. Wer bisher immer die herkömmliche Art und Weise mit iPhones zu interagieren kennt, muss sich hier etwas umstellen. Was mir beim iPhone 8 und 8 Plus schon aufgefallen ist, sind die wirklich minimalen Performance-Probleme, die darin resultieren, dass Animationen noch nicht so aussehen, wie sie sollten. Wie dem auch sei, mit iOS 11 hat Apple ein OS vorgestellt, das in dieser Form nah an die Vielfältigkeit von Android herankommt und selbst für mich als hauptsächlicher Android-User ohne Probleme nutzbar ist. Kommen wir damit auch schon zur Zusammenfassung, die bei diesem Test etwas anders und gegebenenfalls länger ausfallen wird. Erstens, wer langjähriger Apple-Nutzer ist, seine Gewohnheiten auf Apple-Dienste ausgerichtet und in iOS 11 sein Traumbetriebssystem gefunden hat, dem würde ich nie empfehlen, auf Android zu wechseln. Von daher, greift zu einem iPhone. Zweitens, muss es denn das iPhone 10 sein? Auf der einen Seite ja, auf der anderen nein. Denn wer das aktuellste und ein zukunftsweisendes Design möchte, der sollte zum X greifen, auch wenn der Preis extrem happig ist. Wer allerdings eine sehr gute Kamera, ordentliche Akkulaufzeit und auch tolle Verarbeitung sucht, der kann auch zum deutlich günstigeren iPhone 8 oder 8 Plus greifen. Drittens, wenn es kein Apple Smartphone sein muss, dann dürft ihr euch gerne mal das LG V30, Huawei Mate 10 Pro oder Samsung Galaxy S8 anschauen, denn jedes dieser Smartphones besitzt exzellente Hardware, ein tolles Design und ist auch deutlich günstiger. Die generellen Eigenschaften des iPhone 10 sind in den meisten Bereichen auf einem extrem hohen Niveau. Nicht nur die Kamera weiß zu begeistern, auch Verarbeitung, Design und Display sind hervorragend. Die Akkulaufzeit würde ich im Vergleich mit der Konkurrenz in einem durchschnittlichen Bereich einstufen, wobei auch hier Laufzeiten von einem Tag möglich sind. Hinzu kommt, dass es Quick Charge fähig ist, auch wenn dafür das separate Netzteil gekauft werden muss. Der für mich einzig enttäuschende Punkt war für mich Face ID, da die Entsperrung in ihrer Beschaffenheit zu begrenzt war. Auch wenn Face ID beim direkten Anschauen, ob bei tages- oder nächtlichen Bedingungen meist geklappt hat, funktioniert Face ID bei seitlicher Betrachtung oder auf dem Tisch liegend nur unbefriedigend. Und da es sich hier um eines der Hauptfeatures des iPhone 10 handelt, ist dieser Punkt bisher nicht zufriedenstellend. Unterm Strich ist das iPhone 10 eine Kaufempfehlung, absolut, zumindest wenn man den Preis außen vor lässt. Setzt man die Eigenschaften in Relation mit dem Preis, relativiert sich das Ganze und man sollte vielleicht eher an das iPhone 8 oder 8 Plus denken. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Reviews zum Apple iPhone 10 und bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns auch bei den zukünftigen Videos wiedersehen und natürlich, wenn ihr dem Video auch einen Daumen nach oben gebt. Bis dahin, macht's gut und ciao.